Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem, ja, ich sag jetzt mal einfach König von Markarth gesprochen und die Aufgabe bekommen, Arana zu finden. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, denn wir sind hier im Dorf angekommen. Bleibt stehen, Außenseiterin. Diese Hügel gehören den Rekmanen-Vagabunden. Dreht um und geht dahin zurück, woher ihr kommt. Sonst hole ich mir eure Nase als Trophäe. Ich suche nach den Hexenrebellen. Ich muss mit ihnen sprechen. Hexenrebellen, was? Das ist vielleicht nur eine Bezeichnung, die von unseren Unterdrückern ausgeht, meint ihr nicht? Hört mal, wir haben schon genug Ärger mit diesen Bastarden von der Grauen Schar und Kadach-Soldaten. Wir brauchen keine neugierigen Außenseiter, die hier herumstolpern und uns in die Quere kommen. Ich jage ebenfalls die Graue Schar. Ich muss mit eurer Anführerin Arana sprechen. Ihr seid eine Jägerin? Wirklich? Klingt für mich eher, als wäre das ein neuer Trick, den Kadach und seine Festungshexe sich ausgedacht haben. Ihr wollt euch mit den Hexenrebellen anfreunden? Dann beweist es. Die Graue Schar hat Vorratslager in der Nähe. Findet heraus, was sie dort einlagern und wir unterhalten uns. In Ordnung, ich werde die Vorratslager der Grauen Schar untersuchen. Die Vorratslager wurden im Osten und Süden entdeckt. Wenn ihr herausfinden könnt, wofür die Graue Schar sie verwendet, schulden wir euch einen Gefallen. Und wahre Rekmanen lösen jeden Gefallen ein. Was erwartet ihr in diesen Vorratslagern der Grauen Schar zu finden? Wenn ich das sicher wüsste, müsstet ihr ja nicht losziehen und nachsehen, oder? Wahrscheinlich Vorräte für ihre Armee. Doch was Vampire und Werwölfe brauchen sollten, ist allen ein Rätsel. Ritualgegenstände, Dinge für ihr Gramwerk, das würde ich erwarten. Gramwerk? Hat das etwas mit den Gramstürmen zu tun? Ei, Gramwerk. So nennen wir die Rituale, die von der Grauen Schar durchgeführt werden, wenn sie diese verdammten Stürme heraufbeschwören. Ich habe etwas Zeit mit der Erforschung von Gramstürmen im westlichen Himmelsrand verbracht. Dann wisst ihr, dass die Graue Schar die Eiskap-Hexen angeworben hat, um ihre Stürme heraufzubeschwören. Sie setzen fetische und alchemistische Mixturen in den Ritualen ein. Von daher ergibt es Sinn, dass sie diese Komponenten einlagern. Ich hörte sie euch Hexenrebellen nennen. Seid ihr eine Hexe? Seid ihr dumm, Außenseiterin? Sehe ich denn wie eine Hexe für euch aus? Eine wahre Hexe hat Macht. Hört die Geister, kennt die alten Worte, befehligt die Tierwelt, solche Sachen. Manche nutzen ihre Kraft, um zu helfen. Andere töten damit. Eiskap-Hexen sind besonders böse. Ich habe schon gegen den Eiskap-Zirkel gekämpft. Nun, ihr werdet wahrscheinlich wieder gegen sie kämpfen müssen. Sie streifen durch diese Hügel wie alte Geister. Sie haben sich mit der Grauen Schar verbündet, wusstet ihr das nicht? Gierige Vetteln allesamt. Ich respektiere ihre Stärke. Doch ihre Herzen sind gänzlich verdreht. Ad Kadach hat Frieden mit der Grauen Schar geschlossen. Warum kämpft ihr noch? Es mag eine Art Frieden in Markarth herrschen, doch hier draußen sind wir in der Unterzahl und kämpfen um unser Leben. Nicht, dass das ungewöhnlich wäre. Wir werden die Graue Schar nicht unser Land schänden lassen. Und wir werden Kadach es nicht hergeben lassen, nur um ein wenig Blutvergießen zu vermeiden. Ja, wir haben hier noch ein Buch, das Werwolfs Fell, das könnt ihr auch gerne durchlesen, wobei das Buch aus anderthalb Seiten besteht. hier vorne ist schon mal der erste Platz, wo ich hin soll. Wahrscheinlich hier durch. Oh, Hallöchen. So, das Lager. Das sieht gut aus. Könnt ihr bitte alle an eine Stelle stehen? Hexendornfragment, ja. Mal eben gucken. Da müssen wir da durch. Und gleich auf der linken Seite sollte eigentlich noch ein Lager kommen. Die Frage ist,
Das ist genau da oben, aber hier können wir noch nicht hoch, ne? Unnatürliche Hexenstirne? Nichts als Sagen. Was? 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 Wer redet denn hier mit mir? Es sollte hier oben sein. Oder ist es hier unten? Überraschung. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade noch was gesehen. Gruselgeschichten aus Druerbach, Buch 2. Könnt ihr dann gerne noch hinterherlesen? Das werden wir jetzt hier natürlich nicht machen. So, dann schauen wir mal. Wir müssen in diese Richtung. Und ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind, die hier lagern. Jede Menge frische Spuren. Ruht euch etwas aus. Die Götter werden über uns wachen. Das muss so eine Quest sein, was ich hier die ganze Zeit höre, oder? Ach, ist das dieser Gramsturm? Ja! Oh, was sehen meine müden Augen? Und in diesem Fall meine ich das wortwörtlich. Also das mit den müden Augen. Ich habe leider keine Zeit, Jungs. Ich muss... Ich bin mir nicht sicher, was ich muss. Okay, hier muss ich nichts. Hallo, geht es noch? Das ist meine Essenz. Von den Seiten. Nichts von den Seiten. Hallo? Hallo? Achso, der ist verbuggt. Okay. So, hier war es. Ach so, hier war es doch. Sehr schön. Meine Schwestern, diese Vampirdiener bewegen sich wie überfressene Hühner. Zu langsam. Zu langsam. Unsere Aschefürst verlangt mehr Gramstürme. Aber was sollen wir anfangen mit plumpen Ochsen, die kaum eine Kiste Rüben tragen können? Geschweige denn mächtige Reagenzien wie graue Reliquare und Hexendorne. Kommt zum Versammlungskreis, gleich nordwestlich des Grabhügels. Unsere Freundin in Marka trifft sich dort häufig mit Anführern der Grauen Schar. Vielleicht kann sie die Exarchen dazu bringen, uns geeignete Arbeiter zu stellen. Mögen die Geister euch leiten, Schwester Glühnolde. Aber gerade noch davon gesprochen, wie wenig Schlaf ich habe und dementsprechend schlecht vorlesen kann. Heute ist irgendwie der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Und schon kann ich nicht mehr reden. Flora und Fauna des Druerdachgebirges. Könnt ihr auch gerne durchlesen. Ich habe gerade schon was mit Wacholderbeeren gelesen. So, das heißt, wir müssen da oben... Ja. Wir müssen da rein, okay. Penarch Hautrick, die Rebellen der Hexe stören weiterhin unsere Bemühungen südöstlich der Stadt. Muss ich euch daran erinnern, dass meine Intrigen in Markart keine Früchte tragen können, solange diese üblen Raufbolde frei herumlaufen? Wiederholtes Versagen bleibt selten unbemerkt, Pentarch. Euer Bote hat die Aufforderung des Aschefürsten ohne Zwischenfälle zugestellt. Ein seltener, aber willkommener Erfolg. Ich werde mich unverzüglich aufmachen in Richtung Waldhumer Grabhügel. Vielleicht erzähle ich unserem erhabenen Anführer ja doch nichts von euren Fehlschlägen in letzter Zeit. Noch nicht. Gebunden im Blut, Fürstin Belaine. Das hier, Typhern. Kommt, Bussard. Gebt mir eure Einschätzung. Hallöchen. Typhern hat mir von euch erzählt, Bussard. Ihr wolltet reden? Nun, da bin ich. Worauf läuft das hier hinaus? Eine Schlacht? Ich habe in jüngster Zeit niemanden in eine Ziege verwandelt. Aber ich bin gewillt, es zu versuchen, wenn ihr auch nur eure Waffe hebt. Ihr seid die Anführerin der Hexenrebellen? Warum bestehen denn alle darauf, uns so zu nennen? Typhern,
erinnert mich daran, mir einen besseren Namen zu überlegen, wenn die Zeit es erlaubt. Was die Anführerin angeht. Nun, ich führe diese Ansammlung von Regmannen an, falls ihr das wissen wolltet. Doch was ist mit euch? Warum seid ihr hier? Fürstin Belaine hat mich entsandt, um euch zu finden. Doch laut diesem Brief arbeitet sie mit der Grauen Schar zusammen. Natürlich tut sie das. Sie ist schließlich eine Vampirin. Wir haben schon zweimal recht erfolglos versucht, sie zu erschlagen. Sie ist schnell wie ein aufgeschreckter Hase und doppelt so vorsichtig. Doch wir werden ihre Fänge noch früh genug einkassieren. Ihr könnt lesen. Was steht noch auf diesem Stück Papier? Anscheinend trifft sie sich mit dem Anführer der Grauen Schar in Valtume, Hügelgrab. Dem Anführer? Na, das sind wertvolle Neuigkeiten. Knochen und Vögel wissen uns gut zu führen, doch eine schlaue Jägerin ist durch nichts zu ersetzen. Geht zum Hügelgrab, Bussard, belauscht das Treffen, findet heraus, was Fürstin Belaine und ihr Herr und Meister vorhaben, und ich werde euch anhören. In Ordnung. Ich finde heraus, was Fürstin Belaine und die Graue Schar vorhaben. Die Geister werden euch sicher nach Valtume geleiten, Bussard. Danach? Da empfehle ich Heimlichkeit und eine starke Klinge. Eure Rebellion, habt ihr vor, Markarth zu stürzen? Markarth stürzen? Was in Namiras Namen sollte ich denn mit diesem ganzen Totenstein anfangen? Nein. Meine Bestimmung ist klar. Ich muss unseren Leuten dienen, indem ich Kadach aus seinem Traum wachrüttle. Wenn das nichts bringt, spalte ich ihm den Schädel und lasse den Traum einfach da rauslaufen. Was ist das für ein Traum? Kadachs Traum, König zu sein. Oh, er hat ein treues Herz. In besseren Zeiten ist er ein guter Anführer, doch wir blicken mageren Zeiten entgegen. Wir sind hungrig. Doch anstatt die Vorratskammer zu füllen, träumt er von einer goldenen Krone. Sein törichter Stolz hat das unserem Volk eingebrockt. Er herrscht über Markarth. Sollte er nicht zum König des Raig gekrönt werden? Noch nicht. Nicht, bis alle Tiere der Wälder seinen Namen heulen. Und jeder Tag, den er auf Fürstin Belaine hört, ist ein Tag, der mir Recht gibt. Die Graue Schar hat finstere Pläne für Markarth. Kadachs Sturheit wird jeden in dieser Stadt umbringen. Seid ihr wirklich eine Hexe? Das bin ich. Und eine gute noch dazu. Was? Seid ihr noch nie zuvor einer Hexe begegnet, Bussard? Keiner wie euch. Da bin ich mir sicher. Wir sind aber nicht alle wie diese blutsaugende Fürstin Belaine oder meine fehlgeleiteten Schwestern aus Eiskap. Manche von uns sind keine übereifrigen Tunichtgute mit einem Hang zu Gewalt und Zerstörung. Zumindest nicht die ganze Zeit über. Stammt eure Macht von Daedra? Daedra? Oh, die Geister. Die Alten. Ja, ich habe schon gehört, wie man sie so genannt hat. Die Welt ist voller Wispern für jene, welche die Geduld zum Lauschen mitbringen. Die meisten Dünnblute sind nur zu beschäftigt damit, tote Götter um Verzeihung anzuflehen, als dass sie darauf achten würden. Schade. Doch ihr verehrt tatsächlich die Daedrischen Fürsten. Daedra, Geister, Krähen. Das ist alles das Gleiche. Wo ihr böse Götter seht, sehen wir Lehrer. Grausame sicherlich. Doch so ist die Welt, nicht wahr? Ein Stein tötet euch, wenn man ihn euch an den Kopf schmettert. Doch es macht uns stark, denselben Stein zu heben. Erzählt mir von euch und euren Rebellen. Was gibt es da zu erzählen? Ich bin eine stolze Frau aus dem Raig. Eine Tochter des Winds, des Schweißes und der reichen Erde. Was meine Brüder und Schwestern angeht. Sie sind gute Raig-Mannen. Allesamt. Sie achten die Geister und lieben das Land. Die wirkliche Frage lautet, wer seid ihr? Ich bin Gameplayerin. Ein guter Name, schätze ich, für eine Außenseiterin. Doch was ist in eurem Herzen? Die meisten Dünnblute kommen ins Raig und schnaufen unter der Last ihrer Goldbörsen und ihrer Gesetzbücher. Ihr hingegen,
Ich rieche das Blut des Rake an euch. Nicht viel davon, doch vielleicht ist es genug. Das Blut des Rake? Ei. Freies Blut. Das ist, was das Rake ist. Freiheit. Im Rake tun wir, was uns gefällt. Der einzige Weg, uns aufzuhalten, besteht darin, uns zu töten. Und wir sterben nicht so leicht. Dasselbe gilt für euch, würde ich sagen. Ja, da hat sie nicht so ganz Unrecht mit. Wir müssen erstmal wieder hoch, ne? Dann, jetzt muss ich mal eben schauen. Dann müssen wir uns quasi gerade aushalten und den Weg entlang, wenn ich den heute noch hier hochkomme, heißt das. Was für ein Plan? Ich habe keine Ahnung. So, einmal den Weg entlang. Tschüss. Was zur Hölle? Die können einen irgendwie ziemlich weit hinterher schießen bzw. verfolgen. Das ist ja schrecklich. So, such die Fürstin. Hier liegen schon überall Leichen. Das ist kein gutes Zeichen. Keine Zeit. Ich habe noch einen Kuchen im Ofen. Ich muss mich beeilen. Für dich habe ich leider auch keine Zeit. Seid unbesorgt, Rada Al-Saran. Scheiße. Euer Plan schreitet voran. Kadach hängt an meinen Lippen. Und bald wird es in Markad vor Regmannen nur so wimmeln. Ausgezeichnet. Wenn Markad bereit ist, brauchen wir nur noch den Arkzand-Schlüsselstein. Ich werde Nachforschungen anstellen. Vergesst nicht unsere Vereinbarung. Wie ihr hasse ich es, enttäuscht zu werden. Ihr dort in den Schatten, ihr könnt euch vor dem Aschefürsten nicht verstecken. Folgt mir, wenn ihr es wagt. Er schon wieder. Basti, du schaffst das auch alleine, ne? Ich lauf schon mal hier durch. Ihr seid mir tatsächlich gefolgt? In euren Adern brennt Feuer. Das muss ich euch lassen. Nun gut, ihr dürft mit mir sprechen. Ihr, der Dorn, der mir in Einsamkeit so einiges an Unbehagen bereitete. Ihr hieltet euch für so schlau und so unauffällig, als ihr mir aus den Schatten heraus hinterher spioniert habt. Doch die Dunkelheit gehorcht mir. Warum seid ihr in dieses götterverlassene Hügelgrab gekommen? Warum habt ihr die graue Schar ins Rake gebracht? Ihr steht vor Rada Al-Saran und versucht, seine Absichten zu begreifen? Besser versucht sich ein Fackelkäfer an den Geheimnissen der Alchemie oder eine Schlammkrabbe an den Feinheiten der Nekromantie. Diese Ereignisse nahmen ihren Anfang Jahrhunderte vor eurer Geburt. Sie betreffen euch gar nicht. Wir werden euch aufhalten. Wen zählt ihr zu diesem Wir, von dem ihr sprecht? Gewiss nicht die Regmannen. Nein, da ist noch jemand anderes. Ich sehe ihn in euren Gedanken lauern. Ein Verbündeter, beinahe ebenso uralt wie ich. Er versucht verzweifelt, die kommende Nacht hinauszuzögern. Verratet es mir. Wer ist diese Person? Ich muss euch nichts verraten. Und ich muss nicht dem Drang widerstehen, euch die Kehle herauszureißen und mich an eurem Blut zu laben. Doch wir sind zivilisierte Wesen, die vor dieser bescheidenen Kulisse Freundlichkeiten austauschen. Vielleicht können wir zu einer Form von Übereinkunft gelangen,
Ein Tröpfchen für mich, ein Tröpfchen für euch, sozusagen. Von welcher Art von Übereinkunft sprecht ihr? Ich schlage eine einfache Abmachung vor. Eine Wahrheit für eine Wahrheit. Stellt mir eine Frage. Ich werde sie ehrlich beantworten und dann umgekehrt euch eine Frage stellen. Ein gerechter Kompromiss? Findet ihr nicht auch? Nun gut, ich spiele mit. Ausgezeichnet. Dann nur zu. Stellt eure erste Frage. Warum wollt ihr das Reich erobern? Ich habe kein Interesse daran, das Reich zu erobern. Ich kam hierher, um etwas sehr Altes zu benutzen. Etwas sehr Mächtiges. Das Reich hat das Pech, sich direkt darüber zu befinden. Viele dieser Sterblichen werden ihr Leben verlieren. Nicht, weil ich es will, sondern weil sie es müssen. Leute umzubringen, nur um etwas benutzen zu können, ist verrückt. Nicht, wenn euer Vorhaben es rechtfertigt. Ich tue das, was ich tue, aus Liebe. Ich bin dran. Euer Verbündeter, ist er ein Hochelf? Also ich behaupte jetzt mal einfach, dadurch, dass er ein Vampir ist, wird er wohl ähnlich, wie man das immer sagt, wie es ja auch bei den Werwölfen sein soll, an meiner Stimme, an meinem Herzschlag und allem drumherum wohl merken, wenn ich lüge. Also antworte ich jetzt mal ehrlich, zumal ich mir auch gesagt habe, dass ich mich auf das Spiel einlasse. Ja. Eure Aufrichtigkeit ehrt euch. Habt Dank. Habt ihr eine weitere Frage? Woher kommt ihr? Das ist eine komplizierte Frage. Ein Wesen meines Alters kann viele Ursprünge für sich beanspruchen. Dieses Fleisch wurde auf den fernen Inseln von Yokuda geboren. Dieser Geist wurde an den blutigen Gestaden von Hammerfall geformt. Dieses Vorhaben, es erwuchs aus Liebe und Notwendigkeit. Ihr seid ein Yokudaner. Dieses Wort birgt für mich inzwischen zwar kaum noch Bedeutung, aber ja. In meiner Jugend widmete ich mein Leben meiner Vervollkommnung. In der Kunst, Vervollkommnung. In der Liebe, Vervollkommnung. Im Krieg, ganz besonders im Krieg, Vervollkommnung. Um in Yokuda zu Ruhm zu gelangen, wäre etwas Geringeres nicht ausreichend. Vollkommenheit ist unmöglich zu erreichen. Ist sie das? Jenseits des Perlenmeeres waren makellose Schwertmeister so gewöhnlich wie Sandkörner. Selbst die grandiosesten Triumphe fühlten sich alltäglich an. Wie kann in einem Land der Helden jemand behaupten, etwas Außergewöhnliches zu sein? Jemand Vollkommenes könnte das tun. Haargenau. Nach der Eroberung von Hammerfall streifte ich auf der Suche nach neuen Herausforderungen umher. Ich fand nur eine einzige. Leki, Tochter von Rubdgar und eine Meisterin des Schwertes. Wir kämpften 3 unfassbar erschöpfende Tage lang, ohne eine Pause zur Erholung oder Erfrischung. Ein großartiger Sieg. Doch siegte ich nicht. Ich verlor auch nicht. Ein Unentschieden konnte ich jedoch nicht hinnehmen. Die kalte Wahrheit meiner Unvollkommenheit, diese Verbitterung trieb mich zu Molag Bal. Es brauchte die geduldige Weisheit eines Freundes, um den Griff der Vervollkommnung um mich herum zu sprengen. So, ihr seid dran. Stellt eure Frage. Euer Verbündeter, ist er ein Vampir? Ja. Interessant. Ein Bild beginnt sich zu formen. Habt ihr sonst noch etwas zu fragen? Warum wollt ihr das Reich erobern? Ich habe kein Interesse daran, das Reich zu erobern. Ich kam hierher, um etwas sehr Altes zu benutzen. Etwas sehr Mächtiges. Das ja, Reich Moment, das ist ja wieder genau nicht, das Gleiche. Euer Vorhaben ist rechtfertigt. Eure Aufrichtigkeit ehrt euch. Woher kommt Habt ihr? Habt ihr eine weitere Frage? Welche Rolle spielt Fürstin Belaine in all dem? Fürstin Belaine ist eine Verbündete aus Gründen der Bequemlichkeit. Ihre Interessen an meinem großen Entwurf sind selbstsüchtig und in erwartbarer Weise beschränkt. Trachtet ihr danach, sie von Kadachs Hof zu verdrängen?
Das kann ich nicht empfehlen, denn das würde nicht gut für euch ausgehen. Ich kann Drohungen nicht ausstehen. Eine Drohung legt lediglich die Möglichkeit einer Bestrafung nahe. Ich drohe nicht. Belain findet bei Kadach Gehör. Wenn er sich auf eure Seite schlägt, tötet sie ihn und stürzt Markart ins Chaos. Steht er zu Belain, werdet ihr hingerichtet. Keiner dieser beiden Ausgänge nutzt euch etwas. Wenn ich falle, werden andere euch aufhalten. Andere? Wer? Brigmannen? Die Hexe Arana? Euer geheimnisvoller Verbündeter? Da bin ich unbesorgt. Nun zu meiner Frage. Dieser Verbündete, der sich hinter eurem Blick verbirgt, strebt er danach, die Welt zu beschützen, indem er gegen seinesgleichen vorgeht? Naja, vorgehen kann man es jetzt nicht so richtig nennen. Ja. Natürlich tut er das. Habt Dank für eure Ehrlichkeit. Nun, habt ihr sonst noch etwas zu fragen? Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Wie ihr wünscht. Wisset, dass sich dieses Maß an Freundlichkeit nicht wiederholen wird. Und das ist keine Drohung. Wenn ihr euch weiter in meine Angelegenheiten einmischt, werde ich euch weitaus mehr rauben als nur euer Leben. Darauf habt ihr mein Wort. Achso, ich dachte, er hat jetzt noch so einen großen Abschiedsauftritt. So. Kehrt zum Thronsaal zurück. Dann würde ich sagen, ich mache mich da mal eben schnell auf und wir sehen uns dann direkt dort wieder. So, wir müssen noch geradeaus. Ja, das Buch hatten wir doch schon. Willkommen zurück. Erzählt mir, was ihr erfahren habt. Ihr seid hier. Das trifft sich gut. Ich bin selbst gerade erst zurückgekehrt. Konntet ihr Kontakt zu den Rebellen herstellen? Habt ihr Arana getroffen? Ja. Ich habe auch erfahren, dass Fürstin Belain eine Vampirin ist. Sie steckt mit der grauen Schar unter einer Decke. Ich spürte eine Täuschung, doch ihre Illusion ist mächtig. Wie sonst hätte sie ihr wahres Wesen vor mir verbergen können? Was Arana angeht, meint ihr, wir können sie und ihre Rebellen überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen? Vielleicht. Sie hatte mich entsandt, um Belain auszuspionieren. Danach sprach ich mit Radar al-Saran, dem Anführer der Grauen Schar. Ihr habt mit Radar gesprochen? Hat er... Vergesst es. Wenn Radar al-Saran hier ist, wird unsere Zeit knapp. Sprecht mit Kadach. Wenn er meint, dass das, was ihr zu sagen habt, es wert ist, wird er vielleicht endlich bereit sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Dann können wir einen Plan schmieden, um mit der Grauen Schar fertig zu werden. Nun gut. Ich werde mit Aad Kadach sprechen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Radar al-Saran und ich einander wieder über den Weg laufen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es derart bald sein würde. Erzählt mir mehr über Radar al-Saran. Radar al-Saran und ich, wir haben eine Vorgeschichte voller Verwicklungen. Es gab eine Zeit, als er und ich ein gemeinsames Ziel verfolgten. Wir wollten das Leben und das Wohlergehen der Vampire bewahren. Damals wie heute litt unsere Art unter Molag Baals Fluch und der Grausamkeit sterblicher Jäger. Es gab einen Streit? Nicht wirklich, zumindest nicht auf einmal. Als ich Radar zum ersten Mal traf, war er ungeheuer stolz, aber auch völlig im Bann seiner Fehler. Er versuchte, sich durch Blutvergießen und Kampf Erleichterung zu verschaffen, doch er war auf einem völligen Irrweg. Ich tat mein Bestes, um ihm zu helfen. Hat es geklappt? Ja, seine Blutlust wich der Innenschau, und aus Innenschau wurde das Lernen. Er war ohnehin schon ein Gelehrter ohnegleichen. Alle Ansei waren das. Doch er entwickelte eine Faszination für Schriften über Vampire. So fand er schließlich ein neues Ziel. Ein neues Ziel? Die vampirische Erlösung. Um sie zu erreichen, musste er Molag Baals Macht über uns brechen und die Sterblichen davon abhalten, uns zu jagen. Ich sprach mich für Frieden mit den Sterblichen aus, und eine Weile hat er sich darauf eingelassen. Doch die Dinge änderten sich, und ich verließ die Graue Schar.
Ich dachte, er wäre mit ihr gestorben. Ich wusste, ihr wart Teil der Grauen Schar, doch ihr habt mir nie erzählt, warum ihr euch ihr angeschlossen habt. Ich wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich dachte, der Graue Rat könnte mir helfen. Doch als er zur Grauen Schar wurde... Ich gründete Haus Rabenwacht als Buße. Für Dinge, die ich nicht tat. Freunde, die ich nicht rettete. Vor Sterblichen und vor sich selbst. Dann, Moment, bevor wir zum König gehen, schnappen... Ja, das Buch haben wir uns doch schon geschnappt. Hä? Okay, gut. Keine Ahnung, warum mir das jetzt trotzdem nochmal angezeigt wird, aber es war auf jeden Fall das, was Eine wir schon hatten. Eine Meldung von Wächterin Botfell. Die Graue Schar. Ich will davon nichts mehr hören. Geht! Ich will mit der Außenseiterin sprechen. Die Außenseiterin kehrt zurück. Doch seid ihr eine wahre Kriegerin oder ein Parasit wie diese verdammten Blutegel? Habt ihr getan, worum Fürstin Belein bat? Habt ihr euch um Arana gekümmert? Sagt mir, dass ihr ihren Kopf in eurem Bündel habt. Ich habe einen Pfahl auf den Mauern, den er schmücken kann. Ich habe Arana gefunden, doch ich habe auch noch etwas anderes erfahren. Fürstin Belein arbeitet mit der Grauen Schar zusammen. Das ist nicht, was ich euch zu untersuchen gebeten hatte. Dennoch bestätigt es meine eigenen Verdachtsmomente gegenüber meiner Festungshexe. Schaut nicht so überrascht. Ich bin nicht halb so dumm, wie die Leute meinen, Vagabundin. Wenn ihr schon den Verdacht hegtet, dass sie mit der Grauen Schar zusammenarbeitet, warum habt ihr dann erlaubt, an eurem Hof zu bleiben? Erlaubt? Ich kann die Leute, denen ich es erlaube, sich in der Festung Unterstein aufzuhalten, an drei Fingern abzählen. Der Rest, der kommt und geht, wie er will. Lasst mich euch vom Tanz der glühenden Asche erzählen. Das ist eine Zeremonie, die wir hier im Reg durchführen. Habt ihr davon gehört? Nein. Wir schnappen uns eine Handvoll heißer Kohlen und tanzen auf einem Bett aus Stroh. Diese Kohlen verbrennen einen, Vagabundin, bis auf die Knochen. Doch wenn man auch nur eine fallen lässt, fängt das Stroh Feuer und die Flammen tragen einen zu Molag Baal. Versteht ihr? Belein ist heiße Kohle und deshalb halte ich sie gut fest. Was werdet ihr machen, da ihr nun Gewissheit habt? Ich werde meine Klinge wetzen und warten. Falls ihr und der Adlige vorhabt, gegen die Graue Schar zu kämpfen, werde ich euch nicht aufhalten. Doch vergesst nicht, Markarth ist mehr als nur Dwemer Steine und hohe Mauern. Es ist Stärke. Seht zu, dass Arana das begreift. So könnt ihr helfen. Ich werde darüber nachdenken. Habe ich jetzt genug getan, dass ihr einwilligt, mit Graf Verandis zu reden? Bittet ihr immer noch? Ich sollte euch die Zunge aus dem Hals reißen lassen und... Verflucht, Vagabundin! Ein Gefallen für einen Gefallen. Ei, so ist es im Reg Brauch. In Ordnung. Richtet es dem Adligen aus. Art Kadach wird ihn sehen, wann immer er bereit dafür ist. Ich gebe Graf Verandis Bescheid. Ihr meint, dass es töricht ist, Fürstin Belein so eng bei sich zu halten, nicht wahr? Es braucht eine gewisse Narretei, um über diesen Ort zu herrschen. Wusstet ihr das nicht? Sagt dies eurem Hochelfengrafen. Ich stimme einem Treffen zu, wenn er denn unbedingt will. Warum seid ihr und Arana zerstritten? Weil ich der Art von Markarth bin und sie sich weigert, meinen Befehlen zu folgen. Hört mal. Jeder Rehkrieger, der in Aranas privaten Krieg gegen die Graue Schar mitkämpft, macht uns alle schwächer. Wir brauchen unsere Kraft. Jetzt mehr als je zuvor. Also wollt ihr sie überzeugen, ihre Leute in die Stadt zu bringen? Markarth ist derzeit der sicherste Ort. Ganz gleich, wie gut Arana und ihre Rebellen die Hügel kennen. Die Vampire und Werwölfe werden ihre Fährte aufnehmen. Wenn sie weiter meine besten Kämpfer das Leben kostet, schwöre ich,
dass ich sie an den eigenen Eingeweiden an den Stadtmauern aufhängen werde. Warum glaubt ihr nicht, dass die graue Schar Markart angreifen wird? Wir haben eine Abmachung getroffen. Wir sammeln uns in der Stadt und lassen sie ungestört jenen Dwemer und Fug finden, der sie überhaupt erst ins Reich geführt hat. Natürlich hat Fürstin Belein diesen Frieden ausgehandelt. Von daher vermute ich, dass unsere Übereinkunft wohl fragwürdig ist. Dann helft uns, gegen sie zu kämpfen. Die Stadtmauern sind unsere stärkste Waffe, Vagabundin. Wie Grabsteine markieren sie die Tausenden von Gegnern, die bei dem Versuch gestorben sind, Markarts Verteidigung zu durchbrechen. Wir werden auf den richtigen Augenblick warten, bis die graue Schar ihre wahren Ziele offenbart. Dann handeln wir. Wie wurdet ihr zum Despoten von Markart? Das ist ein Titel, der mir von Außenseitern verliehen wurde. Ich benutze ihn, um die Nachbarn zu ängstigen und das Gesindel fernzuhalten. Ich bin der Art von Markart. Leovic, der letzte Langhauskaiser, war mein Vetter. Ich habe den Thron durch Blut geerbt. Ich musste auch mit Blut dafür sorgen, dass ich ihn behalte. Was meint ihr? Ihr stellt mehr Fragen als meine dritte Gattin. Leovics Clan, mein Clan, stritt sich um die Brosamen, nachdem Varen meinen Vetter ermordet hatte. Schon bald kamen sie, um sich meine Stadt zu holen. Also band ich ihnen die Knöchel zusammen und schleuderte sie allesamt hinunter auf die Felsen. Kopf voran. Ihr habt euren gesamten Clan ermordet? Alles, was von ihm noch übrig war, ei. Und das heißt hingerichtet, nicht ermordet. Mit der rechten Hand bietet ein Art Nahrung, Freiheit und Schutz. Mit der linken verheißt er Grausamkeit und Strafe. Wer die Rechte neidet, bekommt die Linke. So einfach ist das. War das der Zeitpunkt, an dem ihr den Titel Despot von Markart bekamt? Nein. Die Geschichte ist viel schlimmer. Und nein, ich werde diese Geschichte heute nicht erzählen. Na gut, dann nicht. Ich hielt meine Augen offen, aber Fürstin Belein ist nicht in die Festung Unterstein zurückgekehrt. Ich frage mich, wie der Art wohl mit ihr umgehen will. Wo wir gerade von Art Kadach sprechen, wird er mich denn jetzt treffen? Wird er uns helfen, Rada Al-Saran und die Graue Schar aufzuhalten? Art Kadach wird euch treffen, aber er will Belein fürs Erste in der Nähe behalten. Das ist wenigstens ein Fortschritt. Und weiter, als ich allein gekommen bin. Hab Dank. Ich werde mit Kadach sprechen. Dann sollten wir an Arana herantreten. Wir brauchen die Hilfe der Rebellen und noch einiges mehr, wenn wir die Graue Schar besiegen wollen. Und wir erhalten einen robusten Ring vom Set trotz des Hexenritters und einen Fertigkeitspunkt. Eure Untersuchung hat aufgedeckt, dass Art Kadachs Beraterin Fürstin Belein mit der Grauen Schar zusammenarbeitet und dass sie eine Vampirin ist. Das vor mir zu verbergen, erfordert große Macht. Erzählt mir, was ihr sonst noch bei ihrem Gespräch mit Rada Al-Saran gehört habt. Fürstin Belein hat ihren Einfluss beim Art erwähnt und dass Markart schon bald voller Regmannen sein dürfte. Dank eurer Warnung kann Art Kadach entscheiden, ob er in Zukunft Fürstin Beleins Rat folgen wird. Wieso sie möchte, dass sich die Regmannen in der Stadt versammeln, ist eine andere Frage, über die ich nachdenken muss. Hattet ihr sonst noch etwas Wichtiges bei dem Wortwechsel gehört? Rada Al-Saran meinte, er braucht etwas, was man den Arkzand-Schlüsselstein nennt. Er entsandte Belein, um ihn zu finden. Rada Al-Saran hat schon einmal versucht, Wemer-Maschinen einzusetzen, doch daraus wurde nichts. Interessant. Bei der Begehung der Stadt habe ich Nolovan getroffen. Er arbeitet im südöstlichen Abschnitt von Markart mit Wemerschrott. Vielleicht kann er uns zu diesem Schlüsselstein führen, bevor Fürstin Belein ihn sich beschaffen kann. Alles klar, ich werde Nolovan suchen und ihn nach dem Arkzand-Schlüsselstein fragen. Auch wenn sie die Ruinen verlorener Zivilisationen in Beschlag nehmen, wollen nur wenige Regmannen etwas mit Wemergeräten zu tun haben. Deshalb fasziniert mich Nolovan. Während ihr mit ihm sprecht, werde ich Aranas Rebellen aufsuchen.
Falls ich sie nicht finden kann, werden sie doch sicher mich bemerken. Ich dachte, ihr wolltet auch mit Art Kadach reden? Und das werde ich auch tun. Kurz. Kadach hat eine Stadt voller Rägmannen, um die er sich kümmern muss. Da will ich ihn nicht über Gebühr ablenken. Dann muss ich Arana ausfindig machen. Wenn wir die Rebellen dazu bringen, mit uns gegen die Graue Schar zusammenzuarbeiten, stehen unsere Chancen gar nicht mehr so schlecht. Ja, er spricht aber anscheinend nicht mit ihm, wenn ich dabei bin. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal einen ganz schnellen Cut, weil die Folge auch schon wieder sehr, sehr lange geworden ist. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.